Brauchen wir eben Leben. Ich finde es gut, dass sich das nichts kostet. Okay. Der normale Ausgang führt mich dann auch mal nach hier. Gut. Dum, dum, dum. Die eigentliche Frage ist, was mache ich gegen euch, ja? Gar nichts, weil ihr euch einfach selber killt. Ist natürlich nett. What is this? Achso, das ist einfach so... Ah, warte mal. Ist das Pseudo-Death-Magic oder was war das dafür? Wow, das war nur hierfür? Anscheinend. Dun, 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 dun. Ich dachte, ich falle in Tod. Aber anscheinend doch nicht. Yep. Schön fährt. Wenn man sich echt einmal an das Movement gewöhnt hat, geht's. Außer man hat bouncy Plattform unterm Arsch, dann ist es ziemlich eklig. Warum ist der Fucker so tanky? Look at this guy. Hier gibt einfach keinen Single Fucker. Warum macht man das hier? Ist hier oben was? Ne. Oh, I see. Das ist cool. Wow. Okay. Braucht das Buch doch gar nicht, um daran zu kommen, oder? Ich bin der Meinung, dass das hier reicht. Oh Gott. Wait, what? Du kannst nur einmal dashen, wenn du in der Luft warst. Du musst den Boden wieder berühren, um nochmal dashen zu können. Ich verstehe. Ja, okay.
Sah das gerade eben echt nur so knapp aus, oder? Okay, das war einfach gerade eben scheiße knapp, was ich da veranstaltet habe. Interessant. Meine eigentliche Idee war, gegen die Wand zu dashen. Aber wie mir dann auffiel. War da ja ein Teppich vor. Oh Gott, das ist so ein Abfuck. Bin ich, wenn der kam, so ewig hält. Danke, Baba. Okay. So langsam kriege ich echt einen Hang für die Steuerung. Das ist nice. Was ist da rechts von mir? Was ist das? Ich habe gerade eine Lootbox gefunden. Für ein Cardback. Nice. Und noch eine. Wer bist du? King Frightmore, that's you. I. Vision isn't what it was, but I'm still matching your secret Justus cards. You must have been mistaken for a fool if you don't think I've noticed your hard work. Good job. Thank you, Your Highness. That's nice to hear. Take your special card. Asked me to fetch it, didn't ya? Wow, toll. Okay, cool. Ich würde gerne da runter, aber ich weiß. Achso. Muss wahrscheinlich von hier kommen. Noch ein Friedhof, ja? Man kann darauf nicht springen. Das ist interessant. Oh, das ist so ein interessantes Level, holy fuck. Aber ich will die ganze Zeit springen. Okay, let's do this. Du kannst dich also nicht fortbewegen, außer du machst das hier. Und das ist okay, weil da kannst du vordashen. Oh Gott, ich konnte mal wieder springen, ist der Wahnsinn. Wait, what? Was ist die Idee hinter dem Ding da? Wait a second. Rocco, please. Ist das hier die Idee? Das war die Idee, okay. Ach so. Oh Gott.
Komm mal her. Aha. Ich glaube, der Sound gibt einfach an, wo der Secret Exit ist. What the fuck bist du? Fucking Mimic. Dein Ernst? Give me my treasure. Give me my treasure. Thanks. Dip. Oh Gott, was ist so brainfuck? Froschanwai. Ja, das wollte ich nicht. Und ich fange echt an, das Spiel zu mögen. Ich brauch dich mal hier. Komm her. Danke. Oh. Schön, Mimic John. Oh, du musst das von hier machen, weil du nicht hochkommst. I see. So. Einfach ganz in Ruhe und Verstand spielen, dann ist aber gar nicht so schwer. So. Das hier ist einfach nur das. Das ist interessant, aber machbar. Okay, das war Blödsinn. In Ruhe und entspannt ist doch langweilig. In den meisten Spielen schon, ja, aber weiß ich nicht. Ich fail einfach nicht gerne Plattformern. Weil ich so das Gefühl habe, Plattformer sind das Einzige, wo ich nicht total beschissen drin bin. Oh, come on! Das war der größte Debate EU. What the fuck? Leck mich, ey. Come on. Okay. Ich spiel's den Kram auf jeden Fall besser als ich. Es ist einfach ein Genre, was mir gefällt. In 3D-Plattformen bin ich meistens schlecht, weil meine Wie nennt man Depth Battles? Ich kann nicht reden. Ich versuche gerade das deutsche Wort für Depth Perception zu finden. Und mein erster Gedanke ist Tiefenunschärfe, aber irgendwie. Mein räumliches Sehen? Ja, so kannst du das natürlich auch machen. Das gibt alles. So geil, John. Komm her. Ja, wenn du ein Objekt dreidimensional im Raum siehst. Meine Raumwahrnehmung? Ich habe keine Ahnung. Fällt dafür kein Wort ein. Oh, das ist das Duelist Brave.
Oh, wen duellieren wir denn hier? Oh, hallo Duelist. Halt, there's danger ahead. Magic does not follow. Ich verwischt bei Trusty Dueling Glove. I cannot wear it. The glove simply falls through my hand. Perhaps we should equip it instead? Sure. Attacks in succession with quick slaps. Let's make haste. And shoulder bash not. Let's be, okay. Okay, ich kann also nicht Schauder wechen, weil ich wieder Magenkrämpfe habe, aber... Ich habe jetzt einen... ein Handschuh. Ein Duelisten-Handschuh. Okay. Der gefühlt genauso viel Schaden macht wie der normale Kram. Oh nein, sie versucht mich zu schlagen. Was soll ich denn tun? Mirror's Edge kann ich nicht spielen. No way. Mirror's Edge ist so ein Game, wo mein Brain einfach aufgibt. Also literally einfach, nee. Nee. Aber das ist nur beim ersten so. Was weird ist, weil ich habe die Beta gespielt vom anderen. Wie hieß, ist es Cataclysm? I don't know. Kann mich nicht erinnern. Aber die war halt fein. Weil ich halt überhaupt gar keine Probleme mit. Ich meine, das Spiel war nicht berauschend, ja, aber hey. You survived, the Gleichring awaits. Okay. Ist das mein zukünftiges Ich? Okay, der Geist kann nicht den Handschuh festhalten, aber kann sich an mir festhalten. Logik? Haben wir jetzt alle zusammen? I'm cleared for departure. Was sagen die dazu her? Was sagst du? My heart pangs and the blind ghost blank. Ever since the last champion vanished here, let's hurry. Ich will dir gerade keine Medals geben dafür, nein. Ich hätte nämlich gern Medals, um meiner Mutter was kochen zu lassen. Koch für mich, Mom. Thanks. Gib mir mehr Leben. Okay. Ich frag mich halt, wie du... Ist die Idee echt hier immer runterzufallen? Das ist so weird. Hast du vielleicht nochmal was für mich? Ich will gerade kein Justice gegen dich spielen. Ist fine, calm down. Ich will bitte sein Wingshield haben. Okay, die wollen alle nur Justice gegen mich spielen. Der ist halt immer noch am Malen. Die Frage ist, wo ist denn der Geist gelandet?
Vielleicht hinten? Geh weg, stattest du. Mich wundert halt, was auf der anderen Seite daraus ist und ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Really? Ist das dumm? Gott, ist das dämlich. Ich liebe es. Gonna do some coding. This advent of code today again. Shitty like yesterday. Ich liebe das. Yes, no, maybe. Okay. Have fun.